Hallo und herzlich willkommen zu dem lang ersehnten zweiten Teil meiner PC-Review. Und falls das hier das allererste Video von euch ist, das ihr hier seht und das Unboxing nicht kennt, könnt ihr einfach oben rechts auf die Infokarte klicken und das Unboxing anschauen. Weil da seht ihr meine ersten Eindrücke von meinem PC und auch das, was mir als allererstes aufgefallen ist. Und ich werde auch eigentlich viele Sachen hier nochmal sagen, die ich im Unboxing gesagt habe. Also ich kann es euch nur empfehlen, das Unboxing als allererstes anzuschauen. Ich habe den PC schon seit über 11 Monaten und glaube, das ist schon eine gute Zeit, um da jetzt wirklich eine umfangreiche Review machen zu können. Ich habe mit diesem PC beinahe täglich gearbeitet, gezockt und auch geschnitten, mehrere Tests durchgeführt und mir sind einige positive, aber auch negative Dinge aufgefallen. Wenn ihr hier komplett neu seid und noch nicht ein Like und ein Abo dagelassen habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ist aber natürlich keine Pflicht. Ich werde am Ende dieses Videos den PC mit meinem alten Laptop vergleichen, den ich zuvor benutzt habe, der einiges schlechter war, aber auch das Doppelte gekostet hat. Falls ihr nur hier seid, um ein paar kleine Sachen anzugucken, wie die Grafikkarte oder die CPU, dann könnt ihr einfach unten in den Kapiteln drücken, weil da ist alles richtig super dull sortiert. Der PC ist in der Videobeschreibung verlinkt, nur original, so wie ich ihn hier habe, ist er leider nicht mehr verfügbar. Sogar auf der Webseite sieht er momentan komplett anders aus. Also, ja. Ich habe euch die originale Webseite von Mediamarkt unten in der Beschreibung verlinkt, aber wie gesagt, vieles anders. Deswegen habe ich nochmal über Amazon einen ähnlichen PC, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, auch nochmal verlinkt. Also könnt ihr euch beide mal anschauen und ein bisschen vergleichen. Ich werde den PC, den es halt wie gesagt nicht mehr gibt, hier jetzt ein bisschen genauer erläutern. Ich muss unbedingt dazu sagen, dass ich kein PC-Profi bin und ein paar Sachen von der Webseite ablese, bis auf die Tests, weil die habe ich selber gemacht. Ich hatte am 17.10. dieses Jahres einen Stromcrash, weshalb mein PC und alle elektronischen Sachen in meinem Haus einfach tot waren. Aber nachdem er wieder Strom hatte und ich ihn angemacht habe, ging er normal wieder. Also keine weiteren Fehler oder so. Also sogar darauf ist er bestens vorbereitet. Dann kommen wir jetzt mal zur Hardware. Er besitzt eine 19 cm Breite, eine 46 cm Höhe und eine 41 cm Tiefe. Und falls ihr mir das nicht glaubt, ich habe wirklich nachgemessen. Die CPU. Der PC hat ein AMD Ryzen 5 3400 GE mit Radeon Vega Graphics CPU. Eine Taktfrequenz von 3,3 GHz mit Turbo 4 GHz. 4 Prozessorkerne und 8 Threads oder so. Das könnt ihr alles auch ganz genau einfach, wenn ihr AMD eingebt, über die Software nachlesen. Das AMD-Feature. Mit einer eingebauten AMD-CPU habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach über die AMD Radeon-Software eure genauen Leistungen abzurufen. So auch bei diesem PC. Unter anderem seht ihr, wie viel FPS euer derzeitiges Spiel hat und die Kennzahlen eurer GPU, CPU, VRAM und eurer RAM. Über den Slot Gaming könnt ihr einige Sachen einstellen, von der Spielekompatibilität zur Grafik und zu der generellen Anzeige. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ganz genau ablesen zu können, wann, wie lange heute und wie lange insgesamt ihr das Spiel gespielt habt. Was die CPU genau leistet mit meinem Gaming Tests erkläre ich euch ab dieser Minute, die gerade eingeblendet ist. Kommen wir zur Festplatte. Der PC hat eine fest eingebaute Festplatte mit einem Speicherplatz von 512 GB und einen SSD-Speicher. Und er hat ein 320er Mainboard, was wohl Kevin Chensky nicht so gefallen wird. Kommen wir zum Arbeitsspeicher. Der PC hat einen eingebauten 16 GB Arbeitsspeicher und lässt bis zu 13,9 GB zu, bevor er überlastet. Mit ihm kann ich aber 50 Firefox-Browser öffnen. Natürlich könnte ich jetzt den größten Müll labern, deswegen zeige ich es euch einfach. Kommen wir zum Lüfter. Der Lüfter ist wirklich leise und hat eine unveränderbare RGB-Beleuchtung. Also man kann die Leiter wirklich nicht ändern, aber es fällt nicht wirklich auf, wenn der PC so oder so am Boden steht, wie es bei mir ist. Er ist angenehm kühl und ist bei mir noch nie lautig geworden, selbst wenn ich die CPU ein bisschen belastet habe. Die Anschlüsse. Der PC verfügt hinten über 4 USB 3.1 Anschlüsse, 2 USB 2.0 und einen Netzwerk RJ45 Anschluss. Einen HDMI, einen DVI und 2 PS2 Anschlüsse. Oben ist der Powerknopf, ein Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, 2 USB 2.0 und ein USB 3.0. Ein Reset-Knopf, bei dem ich einmal drauf gedrückt habe und mich gewundert habe, warum der PC jetzt neu startet. Ja, ich bin definitiv von Intelligenz geprägt. Ein Kartenlesegerät und die LED-Steuerung, mit dem ihr einfach per Knopfdruck die LED ändern könnt. Jetzt kommen wir zu den Gaming-Tests. Ich habe 5 Spiele getestet und ihr müsst dazu denken, dass ich währenddessen aufgenommen habe. Also ohne Aufnahme wären es knapp 10 FPS mehr. Witcher 3 läuft bei 1080p und niedrigen Grafikeinstellungen bei stabilen 30 FPS. PUBG bei 1080p, sehr niedrigen Grafikeinstellungen bei 40 bis 60 FPS. Far Cry 5 bei 720p, mittleren Grafikeinstellungen bei stabilen 30 FPS. Forza Horizon 4 bei Full HD Auflösung, niedrigen Grafikeinstellungen zwischen 45 und 55 FPS.
und bei Assassin's Creed Odyssey mit 720p Auflösung, mittleren Grafikeinstellungen bei stabilen 30 FPS. Ich habe zu diesem PC auch zwei Gaming-Tests gemacht, die ihr entweder auf meinem Kanal finden könnt oder oben rechts in der Infokarte findet. Einmal Fortnite und Minecraft. Die Fortnite-Software-Tests sind immer noch aktuell, nur bei Minecraft muss ich ein bisschen nachhelfen. In meinem Video habe ich gesagt, dass man auf diesem PC nicht mit Shader spielen kann. Man kann mit diesem PC nicht auf Shader spielen, das hat sich jetzt aber geändert. Mein Fehler bei der Minecraft-Review war, dass ich den Shader in-game, also in der Welt, geändert habe, was den PC überlastet hat und zum Absturz des Spiels geführt hat. Wenn ihr aber außerhalb einer Welt den Shader einstellt, könnt ihr mit Shader spielen. Nur dann wiederum zu switchen mit dem Shader führt zum Spielabsturz. Mit Shader spielen sieht zwar unglaublich nice aus, ist aber leider nicht wirklich spielbar. Auf einer Einzelspielerwelt habt ihr 20 bis 30 FPS, also möglich ist es, aber nicht wirklich zu empfehlen. Was fehlt? Meiner Meinung nach, das ist mir aber auch schon beim Unboxing aufgefallen, beinhaltet der PC keinen WLAN-Chip und muss daher entweder mit einem separaten WLAN-Stick oder einem LAN-Kabel mit Internet versorgt werden. Bluetooth hat er auch nicht. Nach 3 Monaten hatte ich das Problem, dass er mein Headset nicht mehr automatisch erkannt hat, beziehungsweise beim Einstecken von den Lautsprechern auf das Headset nicht mehr geswitcht hat. Also wenn ich die Kopfhörer eingesteckt habe, hat es immer noch Ton über die Lautsprecher gegeben. Da musste ich dann immer manuell in die Realtalk-Audio-Konsole und den Ausgang umstellen. Also ein kleiner Aufwand, der meiner Meinung nach nicht weiter schlimm ist. Jetzt kommen wir zum Vergleich. Zuvor hatte ich einen 800 € teuren Gaming-Laptop, weil bei Minecraft mit Specs 32 Pixeln 60 FPS hatte, mit Aufnehmen 30 und die Videos mussten eine 720p Auflösung haben, dass es nicht geruckelt hat. Er war nach einer Stunde sehr laut und während des Homeschoolings nervig, immer mit einem fetten Rauschen reden zu können. Beim Öffnen von Premiere hatte ich immer Angst, dass er abstürzt. Allein beim Switchen zu den Effekten rüber hatte er Probleme. Genauso wie beim Rendern, Projektspeichern, Videotitel ändern, aber darauf gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. Dann habe ich diesen PC gesehen und hatte am Anfang wirklich meine Zweifel. Aber er hat mich echt sehr krass positiv überrascht. Und zum Vergleich, Videos von damals und von heute. Ja, dann gehe ich ja wieder raus. Wollte nur ein bisschen vorbeischnuppern. Kommen wir zu meinem Fazit. Bei einem Preis von 400 € kann man absolut zufrieden sein. Logischerweise ist er nicht der beste Gaming-PC, aber er verspricht meiner Meinung nach mehr als der Preis sagt. Beim Aufnehmen mit der Capture Card kann es sein, dass er kleine Probleme hat, weil es im Video dann des Öfteren vorkommt, dass kleine Bildverzerrungen zu sehen sind. Da weiß ich aber nicht, ob das wirklich an der Capture Card oder am PC liegt. Ich glaube eher an der Capture Card, weil die habe ich für 20 € bei Amazon gekauft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Allein schon für die Arbeit und Schnitt und alle möglichen. Das hat wirklich eine halbe Ewigkeit gedauert. Und wenn ihr weiter an Gaming interessiert seid, könnt ihr euch einfach weiter umschauen, weil es kommen täglich GTA-Videos, Minecraft-Videos und sonstige Unterhaltung, die ihr euch gerne reinziehen könnt. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und das war's dann von meiner Seite. Adios, amigos. Tschüss.